Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Spiel doch mal unterwegs. Ich bin der Steff und hier auf der Spiel 2022 unterwegs als Vertretung für die Julia und bin hier am Stand von Hoch und neben mir ist mit ihr Andrea. Hallo. Hallo Andrea. Andrea Hoch ist in letzter Zeit stark gewachsen, ihr habt neue Partnerschaften gefunden. Welche sind denn das genau und wie kam dieses Schutz zustande? Oh, also wir haben dieses Jahr zum Januar haben wir Helvetik bei uns mit aufgenommen. Wir haben außerdem im Frühjahr den französischen Verlag Ozu mit aufgenommen und bauen jetzt gerade an der Partnerschaft mit Sit Down. Von denen haben wir jetzt, kommen wahrscheinlich so im November, 4 Titel, die wir im Sortiment aufnehmen. Und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Solche Partnerschaften, wie entsteht das eigentlich? Also es gibt da keine Annonce oder im Internet irgendwas, sondern wie ist das? Wie kommt das zustande? Oh, ich glaube, also es gibt nicht so eine geradlinige Antwort darauf oder es gibt keinen Standard, wie das irgendwie passiert, sondern das entwickelt sich irgendwie oft einfach durch Geschäftsbeziehungen, die man irgendwie pflegt oder dass man zum Beispiel sagt, ich finde die Produktpalette total spannend und da würden wir gerne weiter drüber reden. Ja, ich glaube, weiter kann ich es gar nicht ausschmücken. Das ist bei jeder Partnerschaft irgendwie individuell, wie das zustande kommt. Aber trotzdem, die Produkte müssen irgendwie reinpassen bei euch. Das ist also schon ein wichtiger Aspekt. Genau, die Produkte müssen reinpassen und generell weiß man ja, unsere Palette ist sehr, sehr breit. Aber das ist einfach nach wie vor auch der Anspruch für möglichst viele verschiedene Interessensgruppen auch die passenden Spiele anzubieten. Und daher ist es für uns immer interessant, was andere eben machen oder was denn insgesamt noch so dazu passen könnte. Und damit wächst und wächst ihr natürlich auch und wird immer größer und größer. Und gerade mit anderen Verlagen, dann könnt ihr schon ganz gut konkurrieren. Aber wie machst du das jetzt ganz im Speziellen, wenn jetzt gerade neue Verlage kommen und du plötzlich ganz viele neue Produkte kennenlernen musst? Ja, also man hat natürlich irgendwann auch seine Herangehensweise, aber auch da kommt es ein bisschen auf den Partner drauf an, wie unterschiedlich auch alle agieren. Aber natürlich braucht man auch erstmal verschiedene Meetings, um sich kennenzulernen, um auch ein bisschen zu gucken, wie tickt denn die Gegenseite. Dann gibt es natürlich an sich organisatorische Sachen, wie wir brauchen natürlich die Bilddaten, was gibt es denn für Videos von den Produkten und so weiter. Aber generell ist es natürlich einfach wichtig, dass wir uns eng austauschen und abklären, was hat denn der andere zur Verfügung, was braucht man denn noch, was müssen wir irgendwie vielleicht noch mit einbringen. Und dann finde ich, ist es halt einfach wichtig, dass man das Ganze ein bisschen strukturiert und einfach sagen kann, was ist denn jetzt für welche Interessensgruppe interessant? Also wie kann man das denn vielleicht auch gut mit anderen Produkten noch kombinieren? Spielst du dich das Portfolio dann auch durch oder zumindest einen Teil? Tatsächlich, mal so, mal so. Jetzt im Fall von Sit Down muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben die Titel zum Beispiel noch nicht lieferbar. Die kommen wahrscheinlich so im November und da habe ich jetzt 2 Spiele gespielt und bei den anderen Spielen eben gelesen, Videos dazu angeschaut und so weiter. Ich finde, es ist natürlich immer ein Unterschied, wenn du nur die Anleitung gelesen hast oder ob du das Spiel wirklich gespielt hast. Aber das ist natürlich eine Zeitfrage, aber auch da ist es die Frage, wie man mit den Partnern agieren kann. Zum Beispiel mit Helvetik haben wir einfach einen super guten und schnellen Draht. Da kann man auch einfach kurz anrufen und sagen, erklär mir mal das und das zu dem Spiel und dann geht das auch sehr gut. Ja, kommen wir mal zu euren Neuheiten. Was habt ihr denn alles hier? Ja, also wir haben jede Menge hier, wie ihr wisst. Aber so unsere Highlights hier jetzt aktuell auf der Messe ist Cosmopolit. Das ist ja auch wiederum schon seit längerem jetzt lieferbar, aber war ja sehr lange von uns angekündigt. Und ansonsten im Familienspiel haben wir Overbooking. Das ist ein Spiel, bei dem wir Unterkünfte für royale Gäste finden müssen. Dann haben wir die Schätze des Waldes. Das ist eine Lokalisierung von Blue Orange. Das heißt eigentlich Wonderwoods. Dann haben wir das Fresh Fruits, ein sehr schönes Legespiel, bei dem wir Obst nach den Gewichtsklassen ablegen müssen. Und dann haben wir natürlich noch ein Strategiespiel-Highlight mit East India Companies, bei denen wir allerdings auch schon sagen müssen, okay, es ist leider noch nicht lieferbar. Das heißt, wir haben eine bestimmte Menge hier, damit die Leute spielen können, damit man ausprobieren kann, wie es geht. Aber lieferbar wird es leider erst ab Dezember sein. Du sprichst es gerade an, die Lieferketten, das ist das große Schwierige momentan. Wie geht ihr damit um? Wie frustrierend ist das? Kalkuliert ihr es inzwischen schon mit ein oder was wird in Zukunft noch passieren? Warte, ja. Also ja, es ist total frustrierend. Es ist für uns frustrierend, es ist für die Leute frustrierend. Wir versuchen halt einfach immer so offen, wie es geht, damit umzugehen.
und alles Mögliche abzuwägen. Oft ist es halt so, dass auch der Puffer irgendwie schon, der Einkalkulierte, auch nichts hilft. Und grundsätzlich bleibt uns auch nichts anderes übrig, als zum Beispiel auf Social Media immer wieder zu kommunizieren, was ist mit den Titeln. Ich finde, oft kann man das selber gar nicht glauben, was da irgendwie passiert, aber es ist so. Und wir sind total froh, dass die Leute da eigentlich mittlerweile relativ verständnisvoll drauf reagieren. Oder wir sagen schon immer, ja, der Spieler an sich ist im Moment da einfach sehr leidgeplagt. Das ist so. Und ja, und damit müssen wir alle halt einfach irgendwie klarkommen. Ein Thema, was daran anschließt, ist, dass Spiele immer teurer werden. Und wie geht ihr damit um? Also habt ihr da schon irgendwas gefunden oder Ideen oder geht ihr anders an Spiele ran? Also ich würde jetzt sagen, es beeinflusst uns nicht dabei, wenn wir entscheiden wollen, ob wir ein Spiel nehmen, wenn wir irgendwie wissen, dass es wirklich wesentlich teurer ist. Aber tatsächlich haben wir zum Beispiel auch gerade wieder Preiserhöhungen bekannt geben müssen. Und ich kann halt zumindest dazu sagen, dass wir das nicht pauschal machen über das ganze Programm, sondern wirklich ganz genau abwägen, wo kommen wir einfach sonst nicht mehr klar. Es ist einfach so, dass die ganzen Produktionskosten und Transportkosten so unglaublich gestiegen sind, dass wir das nicht anders tragen können, als wenn wir ein Stück davon irgendwie weitergeben und uns immerhin eben sagen können, wie gesagt, wir machen es nicht pauschal, sondern wir beurteilen es wirklich Titel für Titel, wo wir draufschlagen müssen. Ja. Kommen wir langsam zum Ende. Wie sieht es denn aus? Was sind die Pläne für die Zukunft? Worauf steuert ihr hinaus? Naja, um ehrlich zu sein, wir sind auf der Messe und ja. Da geht es eigentlich nur um die Messe. Wir freuen uns total drauf, wenn East India Companies endlich verfügbar ist. Und wir freuen uns natürlich total auf die Erweiterung Full Moon zu Witchstone. Die war ja ursprünglich auch für dieses Jahr angekündigt. Wir hoffen sehr, dass sie im frühen Frühjahr 23 dann auch da ist. Wir haben auch ein paar Exemplare hier, die wir gebastelt haben, damit man es ausprobieren kann. Und ich glaube, das wird ganz, ganz toll, wenn das da ist. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview. Vielen Dank, Andrea. Ja, super. Danke euch.